Bildung, Ausbildung, Weiterbildung. Der Wissenschaftsstandort Dresden war dafür schon immer ein besonderer Ort. Hier ist der Gedanke vom lebenslangen Lernen Triebfeder im globalen Wettstreit um die Köpfe. Ziel des Lernens? Ein ständiges Anpassen unserer Kompetenzen an aktuelle Anforderungen, auch im Bereich des Eisenbahnsystems. Die Technische Universität Dresden bietet dafür mit ihrer Fakultät Verkehrswissenschaften und dem integrierten Eisenbahnlabor optimale Möglichkeiten. Das ist Thomas. Er arbeitet in einem Erfurter Ingenieurbüro als Planer. Nach seinem Studienabschluss als Bauingenieur im Jahr 2011 fährt er heute das erste Mal zur Weiterbildung nach Dresden. In meinem Unternehmen werde ich neue Aufgaben in der Infrastrukturplanung übernehmen. Dafür muss ich mich mit den Grundlagen des Eisenbahnbetriebes beschäftigen. Und Dresden ist ja immer eine Reise wert. Vom Dresdner Hauptbahnhof bis zum TU-Campus sind es nur 12 Gehminuten. Thomas genießt das warme Spätsommerwetter beim kurzen Spaziergang. In Kooperation mit der Dresden International University werden unter anderem Kurse zum Eisenbahnbetrieb und zur Sicherungstechnik angeboten. Hier läuft gerade ein 5-tägiger Grundlagenkurs Eisenbahnbetrieb. Fachlich versierte Dozenten vermitteln die Theorie in Vorlesungen und vertiefen sie in Seminaren, bevor der praktische Teil an der Laboranlage beginnt. Hier kann ich die theoretischen Inhalte direkt praktisch ausprobieren. Durch die Kombination aus Vorlesungen, Seminaren und Praxistraining ist das Lernen sehr effektiv. Das Eisenbahnbetriebslabor besteht aus einer Modellbahnanlage, die durch originale Stellwerksoberflächen gesteuert wird. Durch ein spezielles Rechnersystem können alle Prozesse in Echtzeit dargestellt werden. Dabei sind Stellwerke verschiedener Generationen vorhanden, denn bei der Eisenbahn ist vieles nur durch die technische Entwicklung zu verstehen. Und jetzt gehen Sie zum Fahrstraßenhebel und verschließen damit die Weichen. Was mir besonders gefällt, ist die hervorragende Betreuung im Praxistraining. Dadurch gelingt es auch mir als Quereinsteiger, das komplexe Eisenbahnsystem zu verstehen. Selbstverständlich gehört zu einer Weiterbildung auch der fachliche Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Thomas wirft inzwischen einen Blick in das sicherungstechnische Labor. Dieses bietet auf Fragen zur Sicherheit des Eisenbahnsystems umfassende Antworten. Hier findet beispielsweise der Kurs Systemwissen, Leit- und Sicherungstechnik statt. Das wird der nächste Kurs, zu dem ich mich anmelde. Die 5 Tage an der TU waren top organisiert und fachlich auf hohem Niveau. Jetzt fühle ich mich gut vorbereitet auf die neuen Herausforderungen in meinem Job